Hallo. Diese Folge könnte Spoiler enthalten. Wenn du diese nicht sehen möchtest, solltest du nun abschalten. Ich weise wie immer darauf hin, dass es sich bei den hier gezeigten Informationen um Gerüchte und Spekulationen handelt. Und nun viel Spaß mit der Folge. Mami. Clash on. Board Mami. Fantastic. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans. Heute machen wir es ein bisschen anders als sonst. Wir werden nämlich heute direkt erst einmal angreifen. Ich habe den Schub schon drin, dass die Truppen direkt schon mal nachbauen. Die Helden habe ich auch schon mal wieder geboostet. Dann werden wir ein bisschen über das Update reden. Natürlich wie immer. Es gibt natürlich auch immer Neuigkeiten zu erzählen. Und ja, und dann. Und dann kriegen wir vielleicht noch einen Angriff hin. Also ich brauche noch einen Stern für meinen Bonus. Und den. Warte mal, wo ist die Adler-Dev? Die Adler-Dev ist da vorne. Das ist aber egal. So, kommen drei Stück. Zack, wunderbar aufgesprengt. Auf der anderen Seite hoffentlich auch. Warte. Oh, ich habe keinen. Nein, ich habe keinen Sprungzauber. Ah, es reicht, gut. Warte mal, Golem 1, Golem 2, König, Königin. Oh, ich hab den Golem nicht gesetzt, ich hab aus Versehen die Klamburg gesetzt. Upsi-bupsi, okay, jetzt, ah nein, ich dachte, ich hätte Kobolde dabei. Habe ich aber nicht, ich habe nur die kleinen, feinen Barbaren. Alter, was hab ich denn für eine Truppenkombination? Oh, schnell. Oh, das könnte, glaube ich, in die Hose gehen. Ich glaube, dieser Angriff könnte in die Hose gehen. Ich will eigentlich ja nur ein bisschen Loot haben, mehr will ich ja gar nicht. Ach, Wurstfinger-Alarm, schnell. Schnell, ich darf auch nicht die Königin vergessen. Die muss ich mal eben ganz schnell zünden. So, Moment. 34%, die ganzen Bogenschütze jetzt noch hinterher. Mal eben noch einmal Adler-Dev und das gefreest. So. Ja, das ist eigentlich keine gute Taktik, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist eigentlich keine gute Taktik, aber wir kriegen zumindest jetzt noch ein bisschen Elixier. Naja, immerhin. Komm, mach doch noch die Adler-Dev eben. Oh, sie sind sogar in der Mitte. Wir könnten sogar den einen Stern kriegen. Das wäre natürlich geil, wenn ich das hinkriegen würde. Nein. Oh, wir haben ihn. Wir haben den einen Stern. Sehr gut. Ich müsste eigentlich gleich mal eine neue Taktik wählen. Also es ist so mit Bart hier oben rumzueiern, das ist eigentlich nicht so geil. So, den Warden werden wir erstmal ein bisschen schonen. Ja, es geht eigentlich. Das ist krass, dass man gar nichts an Dunklen jetzt gewinnt. Aber mit dem Bonus zusammen geht es natürlich trotzdem schon. Ich glaube, ich gehe bald mal wieder ein bisschen runter. Wir werden zwar eben ganz kurz noch die Juwelenkiste hier öffnen. Ah, Truppen. Ja. Es sind wieder viele Bartstruppen. Aber wir werden es schon irgendwie schaffen. So, werden es schon irgendwie schaffen. Angriffslog, bla 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 und so weiter und so fort. Oh, der gestern war gut. Aber ist schon wieder ein Tag her, dass ich angegriffen habe. Also, es wird doch Zeit fürs Update. Wir werden uns jetzt mal eben den Angriff angucken und dann reden wir auf jeden Fall noch über Update-Features. Bis gleich. Also, oh, das ist doch mal eine interessante Base auf jeden Fall. Also, wir werden mal schauen. Nämlich, erstmal The One and Only Update-Thread. Da gibt es wieder Neuigkeiten. Update-Radar steht da. Not before 11th. Oder, ja, nicht vor dem 11. Mai. Sagen wir es ruhig auf Deutsch. Was in Klammern steht, das, was nicht bedeutet, das, also, das doesn't mean on 12th of May, was also nicht bedeuten soll, dass es dann am 12. kommt. Ja, ist das kompliziert. Also, nicht von dem 11., was aber nicht bedeuten soll, dass es am 12. kommt. So, dann nochmal zusammengefasst unten, kein Rathaus 12, keine Level 13 Mauern und was viele immer wahrscheinlich falsch verstehen, es ist anders als jedes Update, was wir bisher gesehen haben und es ist sehr groß. Viele denken dann vielleicht wieder so, ja, es kommt vielleicht eine neue Truppe oder es kommt vielleicht ein neues Gebäude oder ein neuer Level oder sowas. Aber wäre das denn einzigartig von allen anderen Updates, wenn ein neues Gebäude kommt? Fragt euch das mal. Dann keine neuen Heldenlevel und, wie gesagt, das Boot, das repariert werden muss. Das so viel dazu. Dann noch zwei ganz interessante Bilder, nämlich die neuen Sneak Peeks in Form von diesen, Captain's Log oder das Logbuch des Captains. Da soll es anscheinend oder angeblich soll es 7 Stück geben. Wir haben jetzt einen gesehen. Dann war Pause, dann haben wir noch einen gesehen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das laufen? Werden wir dann jetzt jeden Tag einen sehen? Werden wir vielleicht noch weitere sehen? Und da gibt es sogar schon Informationen. Da gibt es sogar schon angebliche Informationen zu dem Inhalt davon, werden wir gleich noch drauf gucken, zu dem Inhalt dieser Tagebücher oder beziehungsweise dieser Videos. Und ja, es gibt auch schon ein Bild, wie das angeblich dann noch aussieht. Das Schiff ist ein bisschen weiter am Segeln und dann sehen wir noch den Hawk Rider, wie sich dann der Hintergrund dunkel färbt. Also vielleicht auch so ein Hinweis auf einen Nachtmodus, ich weiß es nicht, beziehungsweise ich weiß es schon, ich darf es ja nicht sagen. Will jetzt aber auch da im Grunde keine großartigen noch Spekulationen. Ich beschreibe einfach nur das, was ich da drauf sehe. Der Hawk Rider ist in einem etwas dunkleren Hintergrund und das letzte Bild sieht man nicht. Und das sind insgesamt 7 Stück. Dann hat sich der
gute Samurai Toast mal Gedanken gemacht und geschrieben, was er denn denkt, wann das Update denn kommen könnte. Also er schreibt, entweder Nummer 1 bis 7, also das erste haben wir ja gesehen am 3., das zweite haben wir gesehen am 5., das dritte könnte dann eventuell morgen kommen oder vielleicht auch heute kommen. Das ist dann in so einem zweiten Szenario der Fall. Aber beides Mal sehen wir dann... In dem zweiten Szenario, was er jetzt hier schreibt, ist dann Montag das Update, aber auch gleichzeitig auch das letzte Filmchen. Im ersten ist das letzte Filmchen am Freitag und am Montag das Update. Ich habe jetzt Stand jetzt noch keine Informationen, wann das Update kommen soll. Könnte mir aber durchaus vorstellen, dass Montag in diesem Fall wirklich Sinn machen könnte, weil es wirklich groß ist, schreibt er ja auch. Und ja, wie gesagt, dann gibt es noch ein bisschen vor dem Wochenende dann das rauszukloppen, wenn dann auch einige Leute dann Urlaub haben von Supercell. Weiß ich nicht, ob das dann so schlau wäre. Deswegen gehe ich dann auch eher davon aus, dass es das Montags-Szenario von Samurai Toast dann passen könnte. Ob es dann das erste ist hier oder das zweite, weiß ich nicht. Das erste würde eigentlich Sinn machen. Ich habe keine Informationen dazu. Allerdings dann Montag das dritte und dann so weiter. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Dann Wochenende, also ist Samstag, Sonntag Pause. Und dann am 15. an Matthias Geburtstag das Update. Das wäre natürlich was. Und ja, dann gibt es noch weitere Informationen. Ich werde jetzt mal ganz kurz noch... Ja, was haben wir denn? Was sagen denn die Truppen? Die Truppen sagen, sie brauchen noch. Deswegen werden wir uns noch einen Angriff angucken und dann noch weiterreden über mögliche Inhalte der Filme. Über neue Freunde? Fragezeichen. Also, bis gleich. So. Ist mal ein Rathaus 8 Angriff und wir gucken jetzt mal drauf. Es gibt Informationen angeblich zu dem Inhalt der Filmchen. Und wie gesagt, es sind Spoiler, ich hab's ja vorher gesagt, aber es sind halt keine Ingame-Sachen, keine Ingame-Bilder oder so, von daher darf ich das auch ruhig posten. Titel 3, Interesting Friends. Also, das eine ist immer der Titel und das andere der Titel des Films. Ach, ich habe auch heute einen Knoten in der Zunge. Mann. Titel des Films und die Beschreibung des Films. Also, der Titel des dritten Films, dann gibt's Interesting Friends. Und die Beschreibung, I might know some new friends. Our celebration will be very interesting. Ich lerne vielleicht neue Freunde kennen, so würde ich das jetzt mal übersetzen. Und unsere Feier wird sehr interessant. Nummer 4, Sailing Daily. Also so tägliches Segeln. At sea, I often play this game. But when can we go ashore? Also, auf der See oder auf See spiele ich dieses Spiel sehr oft, aber wann können wir ans Land? Ashore gleich ans Land. Das wäre Titel Nummer 4. Titel Nummer 5, War Song. I hummed the battle song to keep myself awake. Und dann noch in der weiteren Beschreibung, Do you know what I'm singing? Da habe ich jetzt so gar keine Informationen, was das bedeuten könnte. Keine Ahnung. Dann Titel 6, The Best Captain. Beschreibung, I began to doubt myself. Can I do a captain? Look, what is that? Also, was ist... Ich begann mich selbst zu hinterfragen oder mich selbst anzuzweifeln. Und dann, was ist das? Was ich eigentlich noch ganz cool finde oder was ich ganz interessant finde, ist vor allem das dritte. I might know some new friends. Wer werden wir neue Freunde sehen hier in Clash of Clans? Neue Freunde ist ja dann immer so die Sache... Neue Truppen? Weiß ich ja nicht, ne? Also, ob da neue Freunde tatsächlich für neue Truppen stehen, ist die Frage. Wir müssen jetzt mal eben ganz kurz noch hier was... Warum baut denn hier nichts? 164? Ah, wegen des Golems, Mann. Wegen des Golems baut der nicht weiter. Ja, diskutiert auf jeden Fall mal mit, ob das vielleicht... Ob das neue Freunde sind, die dann am Ende der Reise auf den Schweinereiter und seine Kompagnons warten. Also, beziehungsweise den Schweinereiter, den Barbaren und den Magier. Und natürlich das Schweinchen. Also, Chess, das Schweinchen, der Barbar und der Magier. Und jetzt muss er eben noch was anfordern. Oh, bitte was Gutes, bitte was Gutes. Ich habe 343 Juwelen. Für das Update, es ist eigentlich bei jedem Update so, dass ich da auf jeden Fall noch... ich brauche Loot. Wenn wir jetzt wirklich von dem 15. ausgehen, das sind ein paar Tage, würde ich dann auf jeden Fall das Lager vollkloppen und würde mir auf jeden Fall noch ein paar Juwelen holen. So ist der Plan. Ich würde aber sagen, wir machen jetzt noch einen kurzen Cut. Ich werde noch einen Gegner raussuchen. Mal gucken, ob ich mit meiner Rumpfarmee überhaupt noch einen angreifen kann. Dann sind die Helden vielleicht gleich auch fertig. Oh nein, der König nicht. Ich habe vergessen, den König zu boosten. Verdammt nochmal. Mist. Ja, okay. Dann würde ich sagen, wir warten noch und dann werden wir gleich auf jeden Fall noch weiterreden. Bis gleich. Ja, habe ich mich leider verklickt und ich habe meine Armee nochmal umgebaut. Ich habe jetzt eine gute alte Go-Wee-Wee-Armee ausgebildet. Ja, wie gesagt, ich habe mich leider gerade verklickt. Das bedeutet, wir werden ihn wohl angreifen müssen. Ich habe Erdbeben. So,
Müssen wir eben überlegen, wie wir das am geschicktesten angehen. Ich würde aber fast schon sagen, wir... Es ist ja wirklich die Frage, wo sprengen wir denn auf? Wo ist die Adlerdev? Die Adlerdev ist da vorne, das bedeutet... Ach komm. 1, 2, 3, 4, wir springen da vorne auf. So. Ich versuche einfach jetzt mal in die Mitte zu kommen. Was habe ich da in der Klammerburg? In der Klammerburg habe ich Magier. Sehr schön. Wir warten mal noch ab. Wir warten mal noch ab. In aller Ruhe. Ich habe 2 Wutzauber. So, ihr hinterher. Hinterher. Ich werde die jetzt mal nicht so ganz so weit verteilt setzen. Aber die Hexen alle schnell hinterher. Ja. Und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Ah, die habe ich beide gekriegt. Die habe ich beide gekriegt. Sehr schön. So, in der Mitte ist jetzt ziemlich viel los. Da müssen wir mal eben ganz kurz natürlich den Warden anschmeißen. Hoffentlich kriegen sie es hin, die Adlerdev relativ zeitig zu zerstören. Das wäre natürlich ganz cool. So, dann noch ein Wutzauber drauf. Die Königin ist jetzt kurz vor knapp. Die muss natürlich jetzt geheilt werden. Oder beziehungsweise muss ihren Turbo anschmeißen. Oh, das Rathaus fällt. Das Rathaus fällt. Dann haben wir zumindest schon mal den Bonus sicher. So. Gute alte Oldschool-Taktik. Ah, sie war nicht ganz oldschool, sie war auch nicht ganz so, wie man sie normalerweise spielt, aber ist egal. Sie wird uns wahrscheinlich trotzdem 2 Sterne bringen, das ist ja schon mal okay. Der Klamuk hat ja nix. Friendship Art. So, komm, nach unten bitte, 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 König, kümmere dich noch drum, dass wir wenigstens 2 Sterne noch bekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich noch ein... Ich glaube, ich müsste sogar noch den Sternenbonus kriegen. Also zumindest müsste das dazu zählen. Ah, wir werden sehen. Wir werden sehen. Und wie gesagt, Leute, immer natürlich... Das Angebot diskutiert fleißig mit in den Kommentaren zum Update. Da würde ich mich sehr freuen. Ihr wart ja echt ziemlich. Zum einen wart ihr ziemlich kreativ. Zum anderen habe ich keine 2 Sterne geholt. Nein, ehrlich. Da ist nur eine Hexe übrig. Mit etwas Glück kriegen wir es vielleicht noch hin. Ja gut, solange das jetzt noch durchläuft. Also auf jeden Fall diskutiert mal fleißig mit in den Kommentaren. Wenn es am 15. kommen würde, wäre es natürlich cool. Dann hätte man zumindest schon mal so einen Ansatz. Ne? Das ist immer so, das ist ungewiss, ist ja immer das Schlimme. Wenn du nicht weißt. Wann kommt's jetzt? Kommt's vielleicht am 15., am 20., am 25., am 31.? Aber wenn du diesen 15. einmal hast, dann wäre es ganz cool, wenn du dann auch wirklich damit ein bisschen planen kannst, ne? Denn viele Leute wollen natürlich auch ihre Lager dann dementsprechend füllen vor dem Update. Und dann wäre das ja ganz cool, wenn das dann so wäre, dass das Update dann bereit wäre. Und ja, und das wird nichts mehr. Nein, 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 nein. Das wird nichts mehr. Wir nehmen das jetzt natürlich so mit. War ein bisschen blöd von mir. Ich habe ihn aus Versehen gesetzt. Oh, wir haben den Sternenbonus. Und hätte jetzt den nächsten Sternenbonus direkt auch nochmal vor der Nase. Wir werden mal ganz kurz noch eben unsere Trübskis auffüllen. Moment. Diesmal machen wir es mal ein bisschen anders. Beziehungsweise für meinen Angriff, den ich wahrscheinlich gleich noch offscreen machen werde, nehmen wir 15 Stück mit. 1, 2, 3, 4. Nehmen ruhig mal ein paar davon mit. Und den Rest einfach mal so. Mal probieren, ne? Ich brauche ja eigentlich brauche ich ja gar kein normales Elixier mehr. Ich brauche eigentlich nur dunkles. So, das sollte doch eigentlich funktionieren. Dann ruhig doch davon einen mit. Ja, und damit sind wir am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns 17 Uhr wieder. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht kommt 17 Uhr nochmal Clash. Keine Ahnung, wir werden es sehen. Bis später. Macht's gut. Tschüss.